begrüße Sie recht herzlich zu den Nachrichten hier bei Welt. Es gibt vorsichtiges Aufatmen in Köln. Die Polizei hat die Geiselnahme am Hauptbahnhof beendet. Der Täter ist unter Kontrolle und befindet sich jetzt in ärztlicher Behandlung, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Der Mann hatte eine Frau in einer Apotheke als Geisel genommen. Sie wurde leicht verletzt, sagte der Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte hatten relativ schnell Kontakt mit dem Geiselnehmer aufnehmen können. Bisher ist über den Täter nichts bekannt. Der Bahnhof war evakuiert worden. Sämtliche Züge wurden weiträumig umgeleitet. Und vor dem Kölner Hauptbahnhof steht unser Kollege Jens Räupert. Jens, was gibt's Neues? Was weißt du in dieser Sache? Die Geiselnahme ist mittlerweile beendet. Um 13 Uhr etwa hat ein Mann in einer Apotheke eine Frau in seine Gewalt genommen. Die Polizei ist dann sofort mit einem Großaufgebot ausgerückt. Und dann gab es 2 Stunden später den Zugriff der Polizei. Es gab zunächst 2 Detonationen. Das waren mutmaßlich Blendgranaten der Polizei, die eingesetzt wurden, um den Mann in der Apotheke zu überwältigen. Und nach wie vor gilt die Sperrung hier rund um den Kölner Hauptbahnhof. Wir können uns das mal anschauen hier am Breslauer Platz. Das ist die nördliche Seite des Bahnhofs, der Hinterausgang sozusagen, wo normalerweise ein reger Betrieb ist. Viele Einsatzfahrzeuge sind nach wie vor hier. Der Bahnhof ist ja komplett evakuiert und es sind sehr, sehr viele Einsatzkräfte nach wie vor hier. Und die Spurensicherung ist natürlich jetzt auch noch sehr aktiv im Bahnhof. Deshalb kann man überhaupt nicht sagen, wann diese Sperrung wieder aufgehoben wird. Man möchte sich aktuell noch nicht äußern zu einem Motiv des mutmaßlichen Täters. Er wird wiederbelebt. Du hast es gerade schon angesprochen. Er ist schwerstens verletzt worden, als die Polizei den Zugriff durchgeführt hat. Und die Frage ist natürlich auch, was in einem gegenüberliegenden Schnellrestaurant passiert ist, gegenüber von der Apotheke, wo er sich über Stunden verschanzt hat. Zeugen haben uns berichtet, dass dort eine Frau in Flammen aufging. Da lässt sich die Polizei aktuell nicht weiter in die Karten schauen. Aber die Ermittler sind, wie gesagt, vor Ort. Die Spurensicherung läuft. Und da wird man sicherlich heute im weiteren Tagesverlauf noch mehr zur Tat, zur Geiselnahme hier mitten in Köln erfahren. Also einige Fragen noch offen. Jens, du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für deine Einordnung. Dankeschön.